werden darüber reden. Wir werden über Rückkehrhilfen reden. Wir werden über eine veränderte Situation hoffentlich, wir wissen es heute noch nicht, reden. Wir werden Zeit hatte, dieses klare Signal, das Sie gerade einfordern, kommt nicht alle nach Deutschland, weil wir können einfach nicht mehr. Das haben Sie fast 10 Jahre lang nie gesetzt. Hatten, weil wir durch viele Stellschrauben auch vom nationalen Recht ist ja runtergegangen. Jetzt nicht Ihre Migrationspolitik als Erfolg, bitte nicht. Nein, überhaupt nicht. Das war sie nicht. Ganz objektiv war sie das nicht. Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin, und ein CDU-Politiker waren unter anderem eingeladen bei Markus Lanz. Und dort ging es natürlich jetzt angesichts der neuen Entwicklung in Syrien darum, wie es jetzt weitergeht und ja, welche Diskussion letztendlich überhaupt geführt werden dürfen und welche nicht. Und hier hat eine Steffi Lemke folgende These oder Meinung zum Besten gegeben. Stunden, nachdem dort ein solcher Diktator nach Moskau fliehen musste, nachdem dieses Regime gestürzt worden ist, das finde ich wirklich nicht der Situation angemessen. Genau, deshalb müssen wir differenzieren. Das habe ich auch getan in meinen Stellungnahmen. Ich habe auch jetzt gerade von Rückkehr gesprochen, insbesondere freiwillige Heimreise. Auf Jens Spahn oder auf wen beziehen Sie sich da, wenn Sie das sagen? Ich beziehe mich auf verschiedene Vertreter aus CDU, CSU und damit will ich Sie jetzt nicht in einen Topf werfen, aber eben auch aus der AfD, die wirklich am Tag danach, am Morgen danach diese Debatte angefangen haben. Ja, man wundert sich nicht, dass eine grüne Steffi Lemke hier schon direkt am Hyperventilieren ist, wenn jemand das Wort Abschiebung in den Mund nimmt. Fakt ist doch, wir haben in diesem Lande Tausende von Syrern, die abgeschoben werden müssten, beziehungsweise die hier nur geduldet sind. Und natürlich ist es dann gerechtfertigt, dass man im Zuge des Sturzes von Assad hier eine Debatte anstößt, wann denn gegebenenfalls abgeschoben werden kann. Insbesondere, wenn man sich daran erinnert, dass es ja Gerichtsurteile gab, wonach man nach Syrien abschieben darf in gewisse Regionen. Und wenn man beispielsweise betrachtet, dass ja das Land jetzt wieder aufgebaut werden muss, da viele junge Männer benötigt werden, die Syrer zu 55% im Bürgergeld sind, also natürlich auch unseren Sozialstaat ausnutzen, häufig dann auch nicht integriert sind, und dass wir auch 380, glaube ich, syrische Straftäter in unseren deutschen Gefängnissen haben, vermutlich sogar mehr, NRW will keine Auskunft geben. Wenn man all diese Fakten mal zusammennimmt, dann ist es durchaus berechtigt, dass man diese Diskussion führt. Insbesondere ist es auch deshalb wichtig, diese Debatte zu führen, weil wir natürlich auch eine erodierende Sicherheit hier in Deutschland haben, die auch mit dem Zuzug aus Syrien zusammenhängt. Beispielsweise hier die sexuelle Selbstbestimmung. Dort gab es die meisten Verdächtigen aus Syrien mit insgesamt 2099 Verdächtigen. Aber ich bleibe vor dem Hintergrund meiner persönlichen Biografie dabei, dass man das nicht 24 Stunden nach diesen Ereignissen am Sonntag tun sollte. Also an dieser Stelle bin ich mal den Lebenslauf durchgegangen von einer Steffi Lemke und konnte hier aber nichts erkennen, was sie irgendwie mit Syrien oder so in Verbindung gebracht hat. Ne, hier begonnen als unter anderem Briefträgerin, hat sie dann Agrarwissenschaft studiert und ist dann irgendwann in den Bundestag gekommen und hat jetzt den Ministerposten inne. Bevor wir weiter auf Lemke schauen, habe ich noch eine Szene gefunden, in dem der CDU-Politiker von Lanz entlarvt wird. Zeit hatte, dieses klare Signal, das Sie gerade einfordern, kommt nicht alle nach Deutschland, weil wir können einfach nicht mehr. Das haben Sie fast 10 Jahre lang nie gesetzt. Das haben Sie nie wirklich gesetzt. Sie selber sitzen seit 2017 im Bundestag. Sie sind mir nicht als großer Migrationskritiker aufgefallen, auch nicht insbesondere Ihrer eigenen Bundesregierung. Das hat so ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem an der Stelle, wenn sozusagen dieselben Leute, die sehr lange, auch Jens Spahn in dem Fall sogar Teil der Bundesregierung, das im Grunde so sich mit angesehen haben, und jetzt aber direkt am Tag danach sagen, pass auf, und jetzt bitte alle nach Syrien, ist jetzt höchste Zeit, weil wir wissen genau, wie es jetzt läuft. Können Sie das nachvollziehen? Nein, nur bedingt nachvollziehen, weil in der Tat in den letzten 3 Jahren sich auch in der Positionierung der Union gerade in diesem Bereich etwas in den letzten 3 Jahren. Wir reden hier aber über 10 Jahre. Und im Übrigen, da will ich auch darauf hinweisen. Ja, sehr gut, dass Lanz es hier anspricht. Die CDU überschlägt sich jetzt natürlich wieder mit Forderungen und tut so, als ob sie irgendwie kritisch wären hinsichtlich der Politik der offenen Grenzen. Die Wahrheit ist ja aber doch, dass wir überhaupt erst Frau Merkel zu verdanken haben, dass es 1 Million Syrer nach Deutschland geschafft haben. Und ich sage noch nicht einmal, dass die kein Asylrecht oder so haben oder nicht haben sollten, aber sie sollten auf jeden Fall nicht
alle nach Deutschland kommen. Wir hätten ja damals auch beispielsweise durch eine klare Kommunikation erreichen können, dass nicht alle nach Deutschland kommen, sondern gegebenenfalls auch in anderen europäischen Ländern untergebracht werden. Aber nein, man hat natürlich die besten Rahmenbedingungen geschafft, die besten Sozialleistungen gezahlt und natürlich sind dann alle nach Deutschland gekommen. Darüber reden. Wir werden über Rückkehrhilfen reden. Wir werden über eine veränderte Situation hoffentlich, wir wissen es heute noch nicht, reden. Da man ja diejenigen, die hier arbeiten, hauptsächlich da behalten möchte, was ja auch durchaus verständlich ist, werden wir dann vermutlich sehen, dass vor allen Dingen die das Handgeld erhalten, die hier nicht arbeiten. Und da muss ich sagen, das ist einfach unfair gegenüber der eigenen Bevölkerung, weil man belohnt hier Leute, die sich nie wirklich integriert haben in den Arbeitsmarkt, auch noch mit 1000 Euro für ihre Heimat. Und wer weiß, ob sie nicht vielleicht einfach wiederkommen und noch einmal diese 1000 Euro kassieren. Das ist ja alles nichts, was komplett undenkbar wäre in Deutschland. Da wird ja ganz gerne mal der Sozialstaat ausgenutzt. An einer Partei geübt, Kritik an einer politischen Entscheidung geführt, sei es im Asylrecht, sei es in der Energiepolitik, sondern es wird ganz grundsätzlich Kritik an liberalen Demokratien, nicht nur in Deutschland, europaweit, weltweit geführt. Und mein Eindruck ist, dass das im politischen Diskurs in Deutschland bisher nicht angekommen ist. Das kann ich auch gerne auf das, was in der Bundesregierung in den letzten Monaten, insbesondere jetzt dann um den Austritt der FDP aus der Bundesregierung passiert ist. Aber diese Form von demokratischer Machtausübung ist, glaube ich, etwas, was zwischen den Wählerschichten grundsätzlich kritisiert wird. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er sie anhören musste. Hatten, weil wir durch viele Stellschrauben auch vom nationalen Recht ist ja runtergegangen. Jetzt nicht und ihre Migrationspolitik als Erfolg, bitte nicht. Nein, überhaupt das war sie aber nicht. Das, ganz objektiv aber, war sie das nein, nicht. Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die letzten 10 Jahre war die Migrationspolitik schlecht. Nicht nur in den Zeiten der CDU, sondern die Ampel hat es noch mal schlimmer gemacht. Nichtsdestotrotz, die Ursache allen Übels war Frau Merkel. Aber natürlich will man jetzt hier wieder die Schuld auf die Ampel abladen, wie folgendes Beispiel zeigt. Das will ich gar nicht sagen. Okay, gut. Aber die Ampel hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat einen Paradigmenwechsel 2022. Ja. Nein, ausgerufen. Das habe ich in x Reden in den letzten 3 ja. Jahren im Bundestag auch entsprechend gehalten. Dass jetzt zufällig dann Wahlkampf ist, hat damit gar nichts zu tun. Okay. Und hat diese Stellschrauben wieder aufgemacht. Mhm. Und deswegen haben wir ab dem ersten Jahr der Ampelregierung wieder über 300.000 Asylerste. Ich sage, das mit der Migration von der einen wie von der anderen Seite schauen, ziemlich wichtig. Insofern glaube ich nicht, dass wir das aus dem Wahlkampf raushalten. A, können und B, sollten. Sehe ich genauso wie Sie. Ja. Denn die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht auf eine etwas abgewandelte, aber ähnlich schräge Art und Weise, kocht sich auf diesem Feuer ihr Süppchen. Ja, das AfD- und BSW-Bashing durfte natürlich auch in dieser Landssendung nicht fehlen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.